So, Freunde, die 50 steht an. Ich weiß, Silberhochzeit oder wie das heißt. Komm, lass es sein, keine Blumen. Die 50. muss ja natürlich was Besonderes machen. Das ist klar, backen wir keine Torte, sondern machen das Stadion. Den Dom. Den Fußballdom. Haben die drei mitgemacht. Spielen eine kleine Rolle. Spielen auch noch eine andere Rolle. Warum, weshalb, wieso, wie es das Ding zu holen gibt. Das alles in der 50. Und dann haben wir noch einen, da habe ich mich besonders gefreut. Uli Potowski. Vor 27 Jahren war ich mit dem bei RTL. Und er war in Zwickau und schätzt das natürlich richtig ein, dass Dynamo völlig korrekt, wenn auch nicht überragend, aber völlig korrekt in die zweite Runde eingestiegen ist. Also pass auf, 50. Grätsche und neben mir steht, Sie kennen ihn, Sie wissen, wer es ist, Uli Potowski. Sie kennen ihn aus der Zeit vor 27 Jahren, wenn Sie damals schon RTL Frühstücksfernsehen geguckt haben. Gibt es natürlich die unglaublichste Sendung, die es jemals gab im deutschen Fußballfernsehen. Anpfiff. Ja, das richtig? War was Besonderes. Der bekloppte Zimmermann hat dafür Abpfiff gemacht im Dresdner Stadion, erinnern wir uns? Ich erinnere mich. Ich war da. Ich war bei dir. Ich war in Dresden. Ja. So, und jetzt macht er immer noch, weil er immer noch nie Rentner ist, so wie ich. Das ist schade für ihn. Er hat noch ein bisschen Zeit mit der Rente. Ja, macht auch immer noch Spaß und das ist so eine wichtige Voraussetzung. Ja. Und heute sagt der Potowski zu mir, ehrlich und ohne zu zwinkern, das, was die Dresdner Fans heute und auch die Kumpels hier gemacht haben, das war super angenehm. Ja, so muss es ja auch sein. Alle miteinander, keiner gegeneinander. Es war freundlich, es war herzlich, es war eine tolle Atmosphäre hier in dem Stadion und es war ein tolles Spiel, muss man ja auch der Fairness halber sagen. Vor allem die letzten 10 Minuten. Ja, ich habe ja gedacht, ich bin im falschen Film, weil ich dachte nach dem 2-1, so jetzt machen die Dresdner das dritte und dann haben wir Ruhe hier. Aber da haben sie sich ein bisschen früh zurückgezogen, finde ich, und wie sie dann die Koblenzer haben kommen lassen, da haben sie eine schwache Phase gehabt und am Ende ist der Torhüter da, der junge Torhüter, den Elfmeter so. Da ist übrigens Schubert. Ja. Aber den musst du dir nicht merken, denn nein, du kommst der gegen Sandhausen wieder, da steht ja wieder der Schwebe. Genau. Aber Schubert, ich habe mit ihm gesprochen gerade, netter Kerl, der noch keine drei Sätze gerade aussprechen kann, aber das macht ihn so sympathisch, der ist 19 oder so. Ja. Ja. Und das ist sehr angenehm. Und der war dann euer Retter, wenn das hier 3-3 ausgeht. Ich möchte nicht wissen, was hier in der Verlängerung noch möglich gewesen wäre. Respekt vor diesem Regionalligisten. Ne? Fand ich auch gut, was jetzt der Patrick Sander nochmal zum Schluss gesagt hat. Dass er sich bei den Dresdner Fans bedankt. Und dann vor allen Dingen, das war auch wichtig, ne? Die haben den Koblenzer Fans verboten, eigene Klamotten zu kriegen. Ja, ist ja Blödsinn. Was ist denn ja wirklich das Blödsinn. Jetzt, sag mal. Ja, ich weiß auch nicht, was sowas soll. Also hier auf der Haupttribüne, da saßen nur ehrbare, nette, freundliche Leute. Jeder hat dem anderen höflich guten Tag gesagt und mehr als das. Und die Dresdner haben ja sogar für die Koblenzer gesammelt. Also hier gab es überhaupt kein Konfliktpotenzial. Manchmal versteht man es nicht, was da so in irgendwelchen Hinterstübchen sich ausgedacht hat. Also selbst wir beiden in unserem hohen Alter verstehen das jetzt nicht. Mehr. Das wird ja, aber wichtiger ist, dass wir beide uns verstehen. Das ist wichtig. Und was ist das nun wieder? Das ist der nächste verrückte Streich von völlig durchgeknallten Dynamo-Fans. Freundinnen, Freunden. Logisch. Ne? DFB-Pokal kannst du vergessen. Erste Runde und so weiter. Alles gewinnt hoch. Gut, Dynamo haben wir ja schon gehört von Uli Potowski. Ist ein bisschen knapper ausgefallen. Aber das hier, das ist Europapokal, liebe Freunde. Glaub es mir, das ist mehr als nur Herz. Das ist alles Herz, Verstand und so weiter. Wollen wir gleich mal gucken, was hier alles möglich ist. Aus dem Stadion noch einmal die nervenzerfetzende, irre Choreografie vom Magdeburg-Spiel. Bitte schön, wir haben es drauf. Das sind nicht nur diejenigen, die für die Choreografie eingekauft werden, weil sie vielleicht aus dem Ballett stammen. Nee, das sind die, die zum Beispiel das Ganze gebaut haben. Du zählst da dazu, aber dich kennt ja nur jeder, denn du stehst ja jedes Mal auf dem Grünrasen. Na, jedes Mal nee, aber öfters. Dich muss man nicht mehr vorstellen? Ja, ich bin die Peggy. Ja. Wer mich noch nie kennt, ich bin die Peggy. Und was machst du bei Dynamo? Ich bin in der Fangemeinschaft, bin dort im Vorstand drin. Ja, du ehrenamtlich dafür tätig sein und mein Herz ist natürlich komplett schwarz-gelb. Und das hier, wie gesagt, ist eine Herzensangelegenheit gewesen. Wie hast du auf die Idee gekommen? Wie viele Stunden habt ihr dran gebastelt? Erzähle, aus freiem Herzen. Die Männer hatten die Idee,
Teichfliegen ist jedes Jahr bei uns in Possendorf. Das ist jetzt schon 16. Teichflieger. Teichfliegen. Gewesen. Wie heißt der Teich? Schulpark Possendorf. Okay. Und da wird eben jedes Jahr ein Haufen Flugobjekte gebaut. Und dieses Jahr haben wir gesagt, wir bauen was Dynamisches. Die Männer hatten die Idee, wir bauen was Dynamisches. Irgendwie sind wir dann aufs Dynamo-Stadion gekommen. Und da habe ich gesagt, Dynamo, ich bin sowieso schwarz-gelb, das heißt, ich mache mit. Und dann fing das an mit Bauen, so nach und nach. 5 Wochen haben wir ungefähr gebaut. Und ja, dann kamen eben die ganzen Details. Wie, dann haben wir gesagt, gut, wir nehmen das KSC-Spiel zum Anlass. Deswegen hier die Kinder und die Dame mit Football Army. Dann haben wir gesagt... Das heißt, die marschieren auch schon mal. Genau, die marschieren auch. Hier, los. Und dann haben wir aber, weil wir gesagt haben, die sollen ja alle mit diesen Army-T-Shirts rumlaufen, deswegen haben wir die nachmachen lassen und haben dann auch gesagt, es muss noch irgendwas in das Stadion rein, deswegen haben wir diese Magdeburg-Choreo genommen mit der größten Choreo Europas. Da haben wir Mädels, das war unser Part, wir haben die genäht, wir haben die wirklich handgemalt, ohne Vorlage, also wir haben das wirklich frei Schnauze gemalt und habt ihr ja gesehen, ist top geworden, also wir sind total stolz. Very kreativ, ja. Ja. Ja, und dann ist es nach und nach gewachsen. Deswegen haben wir dann auch hier außen am Stadion schön gemalt, haben auch hier einen Ausschank gemacht. Die Klo-Männeln sind da. Also, ja, alle Blöcke sind da. Wisst denn ihr, dass das hier eigentlich vom DFB gar nicht erlaubt ist? Das wissen wir. Und wieso macht ihr es trotzdem? Weil wir es cool finden. Weil es einfach dazugehört, finde ich. So, was kommt denn am Ende dabei raus? Wir wollen jetzt hier irgendwie... das Ganze für einen guten Zweck versteigern. Richtig. Wie viel haben wir schon? Wie geht das weiter? Wer darf wann, wo, was bieten? Denn ich meine, das ist ja für einen Garten eine schöne Geschichte. Ne? Richtig. Ihr könntet es ja auch selber ersteigern, aber das wäre Quatsch. Das wäre Quatsch. Also nur erzählt mal. Also wir waren, das muss erstmal dazu gesagt werden, wir waren letzten Samstag waren wir im Stadion. Nach dem Training hat die komplette Mannschaft unterschrieben auf dem Stadion. Gibt es auch tolle Fotos davon. Und ja, und halt mit dieser Originalunterschrift, denke ich, ist das auch kleiner mal ein bisschen aufgewertet. Also es ist auch beim Teichfliegen nicht kaputt gegangen. Und ja, jetzt wird es versteigert. Die Versteigerung übernimmt die Fan-Tankstelle, die Simone Salosnik. Ja. Dort ist die Versteigerung auch schon aktiv. Steht im Moment bei 210 Euro. Wir erwarten uns natürlich ein bisschen mehr davon. Das denke ich auch. Weil, ja, also ich denke, wir sollten schon mal so eine Nummer zwischen 3 und 5 aufrufen. Genau. Denke ich, ne? Denk ich auch. Ja. Wäre gut. Am 19.08. Ja. um 19.53 Uhr endet die Versteigerung. Wir sind auch am 19.08. nochmal auf der Wiese unten beim Spiel und machen nochmal richtig Werbung dafür, dass es nochmal vielleicht Werbung ist immer gut. Gepusht wird. Ja, und dann wollen wir das eben für einen guten Zweck versteigern. Wir haben gedacht, in 3 Teile, kommt jetzt darauf an, wie viel natürlich geht. Einmal für die Simone Salosnik, dieses Mutperlenprojekt, was sie hat. Ja. Dort geht der größte Teil rein. Dann ein kleiner Teil soll an die Nachwuchsakademie von Dynamo Dresden gehen. Und dann noch ein kleiner Teil soll natürlich an die Nachwuchs von Empor Possendorf gehen, weil die 3 Kinder spielen alle bei Empor Possendorf Fußball. Also wirklich erfolgreich Fußball. Im Farmteam von Dynamo Dresden. Genau. Genau, so ist das. Ja, und dann habe ich für euch schon eine Überraschung. Irgendwie überlegt sich einer, nämlich der Bürgermeister von Bannewitz, dass er das Ding natürlich nicht außer Landes geben will. Das wäre natürlich sensationell. Das ist natürlich genial. Hat er mir zumindest in Zwickau gesagt. Ja, so ist er. Sehr schön. Und ich meine, da jetzt jeder weiß, dass er das gesagt hat, kann er das auch nicht mehr zurücknehmen. Ich bin gespannt. Wie viel da... Also Herr Fröse, ja? Bitte. Wir wissen jetzt Bescheid. Es ist für einen guten Zweck. Wir wählen Sie auch wieder. Und dann noch was zum Schluss. Solltet ihr Mails gekriegt haben, auf denen steht, schaut euch ja nicht die Grätsche an. Das ist ein riesen Werbegag. Weißt du warum? Weil Anti-Werbung ist die beste Werbung. Wir kennen das ja. Was hat die Mutter immer gesagt? Und wehe dem, du nimmst die Hand auf den Herd. Wir haben es trotzdem gemacht. Und deshalb ein neues Werbekapitel. Hey, das machst du gut, Pat. Sehr gut. So kommt man zu den Klicks. Wow.